Wovor ich Angst habe und wovor wir alle Angst haben, und zwar zu Recht, ist das Sterben. Ostern steht vor der Tür. Die Christen glauben an die Auferstehung. Christus hat gezeigt, nach dem Leben geht es weiter. Was sagt die Philosophie dazu? In der Philosophie gibt es natürlich in der Frage im Wesentlichen zwei große Lager. Für das eine Lager steht der Name Platons. Platon glaubt an die Unsterblichkeit der Seele, eine Idee, die er von den Ägyptern übernommen hat und die auch unter anderem über die Ägypter Einzug gefunden hat ins Christentum. So, das heißt, das hat man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht Aristoteles. Aristoteles sagt, die menschliche Seele ist eine Funktion des menschlichen Organismus. Das heißt kurzum, wenn man keinen menschlichen, lebendigen Organismus mehr hat, hat man auch kein geistiges Innenleben und in dem Sinne auch keine Seele. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir gestorben sind, gibt es selbstverständlich nichts, sagt die andere Tradition. Das sind die beiden großen Linien, die auch bis in die Moderne Vertreter haben. Kant zum Beispiel glaubt in gewisser Weise an die Unsterblichkeit der Seele, Hegel nicht und so weiter. So geht das dann durch die ganze Philosophiegeschichte. Wie stellst du dir das vor? Meines Erachtens hat Aristoteles in der Frage eindeutig recht. Das heißt, das menschliche Innenleben ist das Innenleben einer Lebensform. Und zwar einer Lebensform, die einen bestimmten Organismus hat. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sterbe, hört mein seelisches Leben auch auf. Deswegen findet man natürlich auch im Christentum die Idee einer Wiederauferstehung des Leibes und nicht bloß eine Fortexistenz der Seele. Jesus muss ja an Ostern wieder auferstehen und zwar als Leib und nicht bloß als Seele, sonst könnte man ihn ja auch nicht sehen. Das heißt, er ist in irgendeiner Weise materiell. Hast du Angst vor dem Tod? Vor dem Tod habe ich keine Angst. Der Philosoph Epikur hat einmal einen berühmten Satz geäußert: Wenn der Tod ist, bin ich nicht, und wenn ich bin, ist der Tod nicht. Wovor ich Angst habe und wovor wir alle Angst haben, und zwar zu Recht, ist das Sterben. Weil es nichts Schlimmeres gibt, als zu sterben und zu wissen, dass die anderen sterben. Das heißt, dass unsere Beziehungen aufhören und dass wir mit einem unendlich schlimmen Leid alle aufhören werden, das deutlich schlimmer ist als ein Beinbruch oder irgend so etwas, was wir kennen. Das ist natürlich der totale Horror für jeden Menschen. Wenn du sagst, nach dem Tod kommt nichts, das klingt für mich schrecklich. Ich sehe nicht, warum das schrecklich ist. Also ich glaube, es ist weder gut noch schlimm. Man stellt sich das einfach mal so vor. Irgendwann gab es uns ja auch nicht. Ja? Und viele wird es niemals geben. Es gibt ja nicht sozusagen jeden. Ja? Das heißt, uns gab es einmal nicht. Das war ja auch nicht schrecklich. Wir waren einfach nur nicht da. Und wenn ich gestorben sein werde, werde ich einfach nicht da sein. Das ist hoffentlich für manche Menschen schrecklich. Für die, die mich schätzen und lieben, wird das schlimm sein. Das tut mir auch furchtbar leid. Aber mir selber wird das genauso egal sein, wie es mir egal war, dass ich noch nicht geboren war, als es mich nicht gab.